Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft und wie angekündigt werden wir heute eine kleine Geschäftsreise unternehmen und zwar benötigen wir noch ein wenig Fichtenholz und dann kann man ja nebenbei noch ein wenig Ausschau nach Wölfen halten und wie ihr oben rechts seht, habe ich Race Minimap, ich glaube so heißt das Ganze, installiert und zudem habe ich nochmal Inventory Tweaks jetzt endlich mal draufgepackt und diese Timber Mod. Und dann werden wir jetzt erstmal alles vorbereiten, denn so ein paar Sachen können wir ja zumindest mal rausnehmen, wie diese ganzen Pflastersteine, den Sandstein, hellgraue Wolle, das sind alles Dinge, die wir nicht auf unserer Reise benötigen. Die Knochen, da habe ich glaube ich noch irgendwo ein frisches Stack, deshalb können wir das hier auch mal wieder alles schön reinfeuern. So, Karotten sind wichtig, genauso wie die Fackeln, das verrottete Fleisch kommt einfach mal hier unten rein. Das Leder könnten wir hier eigentlich auch mal platzieren. So, Eisenaxt. Oder hier sollte man vielleicht nochmal ein paar wieder auf Vorrat bauen. Aber zuvor werden wir erstmal Knochen mitnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ansonsten benötigen wir außer ein paar neue Schaufeln und vielleicht nochmal eine Eisenspitzhacke eigentlich nichts. Sofern ich mich jetzt nicht völlig täusche. Und das tue ich natürlich nie. Also, boah, völlig verrückt. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, haben wir denn überhaupt noch Stöcker hier? Und das sind die besagten Fackeln, das Stack, was ich immer übersehen habe. Das habe ich so oft in den Kommentaren gelesen auch. Ja, die Fackeln, das sind doch welche. Ja, sorry Leute. Aber man kann ja nie genügend Fackeln haben. Dementsprechend ist es doch alles im grünen Bereich. Weil manchmal, wenn man so vor so einer Kiste ist und so vielleicht so ein bisschen in Eile, dann hat man so einen, ja, Tunnelblick will ich es nicht nennen, aber dann sieht man das eben nicht alles so. Und hier kann es jetzt auch sein, dass ich irgendwo ein paar Stöcker übersehe, aber ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt der Fall. Und da wir ja sowieso gleich ganz viel Holz sammeln werden, könnte ich ja eigentlich auch ein bisschen Fichtenholz dafür einfach opfern. Und das werden wir jetzt auch einfach mal machen. So, ein paar Stöcker daraus bauen. So, mehr benötigen wir auch nicht. 40 sind eigentlich schon wieder viel zu viel. Dann haben wir da einfach nochmal zwei Schaufeln raus. Von denen werden wir auch noch so viele brauchen, wenn wir oben nochmal diese ganze Erde abtragen müssen, beziehungsweise das Ganze verändern. So, und dann nochmal zwei Eisenspitzhacken. Auch wenn ich nicht weiß, wozu ich jetzt nochmal, abgesehen von dieser Diamantspitzhacke, nochmal zwei brauche. Aber, nun gut, jetzt ist sowieso zu spät. Jetzt können wir daran eh nichts mehr ändern. Und, ja, hier haben wir wirklich genügend Platz für dieses, für das ganze Holz. Zumal sich das ja auch nochmal stacken lässt. Also, ihr wisst ja, was ich meine. Das stellt man ja erstmal aus diesen anderen Dingern her. Nun gut, ist es denn Tag? Jawohl. Das heißt, wir können aufbrechen. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir denn heute ein paar Wölfe finden werden. Und ich glaube, die Richtung ist auf jeden Fall richtig. Denn da waren ja diese Schneegebiete. Warte mal, ich esse nochmal ganz fix eine Karotte. Dann können wir hier auch sprinten und dieses Jumpen dabei soll einen ja auch nochmal beschleunigen, beziehungsweise das merkt man ja auch. Aber ich finde es so ein bisschen, das erinnert mich an die, hatte ich schon mal erwähnt, an die ganz, ganz alten Counter-Strike-Zeiten. Da hat man, ist man auch immer die ganze Zeit gesprungen, weil das überhaupt keinen Effekt hatte auf die Zielgenauigkeit. Das haben sie dann irgendwann geändert. Und ich fühle mich mittlerweile schon so ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier der Lebensmittelskandale. Oder das ist jetzt ja nicht unbedingt ein, ja doch, eigentlich ist es auch schon wieder ein Skandal. Okay, es ist Auslegungssache, sagen wir mal lieber so. Denn jetzt wurde ja in Köttbulla, was viele von euch sicherlich kennen werden, die schon mal das ein oder andere Mal bei Ikea waren. Das sind diese kleinen Fleischbällchen. Und da wurden jetzt auch Pferde-DNA gefunden. Und soweit ich das heute gelesen habe, hat Ikea auch in Deutschland Köttbulla aus dem Programm genommen. Und also ich bin wirklich nochmal sehr, sehr gespannt, was da noch alles folgt. Also ich glaube, da werden jetzt ganz, ganz viele Sachen noch aufgedeckt werden und da werden uns, oder wird uns wahrscheinlich als Verbraucher manchmal nochmal ein bisschen schlecht werden. Und das ist vielleicht aber auch der richtige Zeitpunkt, dass neue Regularien aufgestellt werden. Und da oben links auf der Minimap sieht man doch schon ein paar weiße Wipfel. Und jawohl, hier sieht das auf jeden Fall gut aus und dann wird hier auch gleich irgendwo das Fichtenholz sein. Genau, und jetzt kann ich ja mal ausprobieren, wie das mit dieser Timber-Mod ist. Also im Grunde genommen haut man ja nur den untersten Stamm weg. Genau, und dann fallen sie alle runter, perfekt. Und ich muss sagen, ich habe diese Mod jetzt, ich finde, sie ist so gerade an der Grenze, was man so machen kann, ohne das Spiel wirklich zu verfälschen.
denn ich muss einfach zugeben, diese blöden Bäume immer abzuholzen, da muss man da immer wieder hochjumpen und unter sich Erde buddeln, damit man da hoch genug kommt, und das ist wirklich immer mehr als anstrengend und teilweise auch ein bisschen sinnlos, und dementsprechend habe ich mich dann für diese Mod entschieden, und wir werden ja sowieso noch verdammt viel Holz benötigen, und dann ist das auf jeden Fall eine Zeitersparnis. Können dann vielleicht auch so ein bisschen die Augen offen halten nach den Wölfen. Ich hoffe mal, wir werden welche finden, denn unsere Hexenjagd ist ja schon nicht erfolgreich gelaufen. Oh, hier unten eine kleine Höhle, da will ich jetzt aber unbedingt nicht rein. Hauen hier nochmal einen Stamm ab, obwohl wir könnten eigentlich immer hier so diese ganz, ganz großen Dinger nehmen, denn die bringen einem ja wirklich am meisten. Aber wir werden jetzt erstmal hier immer weiter Richtung Norden watscheln. So zum Beispiel, der ist doch riesig, der muss doch richtig viele Blöcke geben. Blub, 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 blub. Genauso wie die beiden hier. Müssen nochmal gucken, dass wir natürlich hier das alles aufteilen, wo wir die Bäume abhacken. Nicht, dass da hier auf einmal so ein riesiges Loch in diesem Wald ist. Das wäre ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Wow, okay, oh. Hallo. Okay, wie mache ich jetzt aus dir einen Hund? Ich gebe den Knochen. Okay. Oh. Hä? Muss ich dir mehrere geben? Du siehst irgendwie nicht so überzeugt aus. Bist du jetzt schon ein Hund? Nicht weglaufen. Hallo? Wieso passiert denn daraus? Ich verschwende hier gerade... Oh, oh! Ne, komm, folgst du mir jetzt? Muss ich denn noch eingeben? Nein, er folgt mir, oder? Nee, er läuft weg! Hundi! Magst du Karotten? Oh, warte mal, ich kann ihm... Sitz und Lauf? Ich hätte mir das doch vielleicht ein bisschen mehr durchlesen sollen. Denn er hatte doch schon diese Herzen überm Kopf. Ich gebe dir nochmal. Jetzt bleibt er da stehen. Und macht Sitz. Oh. So, und wenn ich... Jetzt läufst du. Nun gut, wir probieren das nochmal mit dir. Nehmen wir uns zwei... Oh, nein, Kollege. Nicht weglaufen. So, eins, zwei, drei. So lang. Jetzt kommen die Herzen. Und jetzt bleibt er stehen. Ich hoffe einfach mal, dass die mir folgen. Ansonsten haben wir kein großes Problem. Aber das ist cool, dass wir die gefunden haben. Nee, er folgt uns. Das ist geil. Wir haben Hunde. Ui. Hoffe ich zumindest. So, halten wir mal ein bisschen Ausschau nach weiteren großen Blöcken hier. Oder großen Bäumen. So, den hier vorne können wir auch nochmal wegnehmen. Muss ich mal gucken, die verteidigen uns. Moment, wir haben nur noch einen? Ah nee, das ist der zweite. Vor allem so viele Hunde brauchen wir doch eigentlich auch gar nicht. Zwei Stück. Das möchte ich auch im Real Life haben, irgendwann zwei Hunde. Dann weiß nicht, zwei ist immer besser als eins. Okay, nicht immer. Aber dann hat der Hund eben den Spielkompatre. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, besser. Vor allem, dann kann man den Hund auch mal ein, zwei Stunden komplett alleine lassen. Dann können die sich miteinander beschäftigen, eine Runde spielen oder was auch immer. Und hier wird es so langsam auch wieder Nacht. Und dann wird es sicherlich gleich interessant, ob die uns verteidigen. Leute, ihr dürft aber nicht sterben, ne? Das wäre ganz, ganz schlecht. Und ich guck mal, wie viel Holz wir denn haben. Oh, wir haben gar nicht so viel. Ich dachte, wir hätten schon ein paar mehr. Okay, aus diesen 64 Fichtenholz kommen ja auch ziemlich viele Blöcke. Aber wir legen jetzt mal hier einen Zahn zu. So. Müssen wir doch mal so eine kleine... jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Eine... Punkt, Punkt, Punkt fräsen. Eine Schneise. Das gibt's doch nicht. Unglaublich. Wieso fällt mir das Wort Schneise nicht ein? Und... Wieso... Ist da vorne Lava? Oder habe ich da einfach mal eine Fackel platziert? Ich glaube, ich habe da... Ich muss doch da einfach nur meine Fackel platziert haben. Weiß zwar nicht, wieso. Und ich kann auf jeden Fall mal wieder was zu essen gebrauchen. Jetzt bin ich gerade an mein Mikrofon gedotzt. So. Und viele fragen auch immer, welches Mikrofon ich denn überhaupt benutze. Das ist das von Beyer Dynamics MMX2 ist es, glaube ich. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Aufnahmequalität. Und das war eigentlich auch der Hauptpunkt, weshalb ich mir das Ganze auch gekauft habe. Diese professionellen Dinger, die waren mir dann doch ein Ticken zu teuer. Und ich habe das, glaube ich, für... Was im Angebot? Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, 44 oder 54 Euro habe ich mir das geholt. Und bereue es überhaupt nicht. Der Tragekomfort könnte auf jeden Fall besser sein. Also ich habe
habe ein also ich habe nicht unbedingt einen kleinen Kopf und da drückt das teilweise schon, aber das ist auf jeden Fall aushaltbar, also ist überhaupt nicht schlimm. So, hallo, Senior Schwein. Und hier sind irgendwie auch kaum Monster. Oh, hier sind Sümpfe. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob das die Sümpfe sind, wo wir schon mal vorbeigegangen sind. Aber direkt an diesem Eis? Nee, aber wir können jetzt... Wir werden uns sicher, werden sicherlich nochmal eine Hexenjagd veranstalten. Aber für heute soll es auf jeden Fall mal gewesen sein mit der Tour. Zumindest in puncto Jagd nach irgendwas. Denn wir haben jetzt ja unsere Hundis, jawohl, und die sind auch... Die folgen uns auch immer ganz brav. Das ist wirklich cool. Und das bringt auch ein wenig mehr Leben in die Bude. Obwohl, ich werde denen dann einfach sagen, sitz. Und dann bleiben sie in unserem Haus. Und ihr hättet auch in die Kommentare geschrieben, dass Katzen einerseits nerven, weil sie die ganze Zeit miauen. Soweit ich das mitbekommen habe. Aber kann man das nicht, oh, in den Soundfiles ändern? Dann machen die eben kein Geräusch mehr. Das wäre auf jeden Fall cool, weil die sollen ja Creeper vertreiben. Und das wäre gar nicht so schlecht. So, und die folgen einem wirklich die ganze Zeit. Oh, ich hörte ja genau eine Spinne. Und ich hoffe mal, dass wir heute auch noch den Weg zurückfinden, denn ansonsten kann das noch ein ziemlich langer Part werden. Aber wir müssen ja letztlich einfach nur wieder in den Süden zurück. In wärmere Gefilde. Und dann ist das auch alles geritzt. Und ich glaube, ich werde mal da zu dieser Lichtquelle gehen. Also ich kann mich nicht wirklich erinnern, hier mal... Aua, aua. Nein, 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 ich wollte dich nicht hauen. Oh Gott. Oh, ey, ihr haut hier... Oh, sorry, das war... Okay, cool. Alles. Hey, und die kämpfen sogar, das ist echt nicht schlecht. So, dann rennen wir da hinten mal zu dieser Licht. Obwohl, das sieht eigentlich nur aus wie ein Pilz, der leuchtet. Oh. Aber schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Hier übers Eis schlittern. So, was ist diese Lichtquelle? Das sieht man auch auf der Minimap, dass das so angeleuchtet ist. Bin ich hier irgendwann mal rausgekommen? Hier ist eine einzelne Fackel. Aber wieso? Wieso habe ich hier jemals eine Fackel platziert? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber nur gut. Viele Sachen machen in meinen Let's Plays nicht wirklich Sinn. So, dann schnappen wir uns hier nochmal. Wo sind denn hier nochmal schön große Bäume? Na, hier vorne. Ich dachte eigentlich, dass wir wesentlich mehr volle Stacks hier mitnehmen. Momentan haben wir... Aua! Über zwei. Genau. Attackiert ihn. Nein, wie kannst du nur? Möchtest du wieder einen Knochen? Heilt dich das? Nee. So, dann hauen wir nochmal hier die Dinger ab. Und ich denke dann... Also ich meine, der Weg ist ja wirklich nicht weit. Sollten die uns ausgehen, können wir hier ganz easy wieder hin. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt der Fall sein wird. Wir haben jetzt noch so viele. Also, die werden sich jetzt ja auch gleich noch multiplizieren. So, komm schon, ändern. Oh, das sind zwei. Oh nein, ich will keinen von euch angucken. Greift ihr auch zusammen an? Ich hoffe mal nicht. In your face! In your... Nein! Dang it. Okay, wo ist er? Habt ihr ihn erlegt? Wow, ihr habt ihn erlegt? Ihr seid echt coole Hunde. Muss man ja einfach mal so sagen. Ich meine, ich sollte mir vielleicht so ein ganzes Rudel schnappen. Und dann habe ich hier so eine kleine Mini-Armee. Hier ist schon wieder auch irgendwo ein Zombie unterwegs. Zumindest hat man eben dieses Geräusch von dem gehört. So, und hier kommen wir schon wieder an die Grenzen. Dementsprechend werde ich nochmal hier so ein bisschen außenrum alles abbauen. So ein bisschen die vorderste Front der Bäume wegmachen. So, auch wieder ein Level-Up. Stimmt, Enchanting Plus sollte ich mir auch bald mal wieder zulegen. Denn das brauchen wir ja spätestens, wenn wir in den Nether gehen für unsere ganzen Rüstungen. Oder für die Rüstungsteile. So, klauen wir dich nochmal. Ja, komm, ganz ehrlich. Das sind 5 Stacks. Und die sollten doch eigentlich reichen. Weil so viel müssen wir auch gar nicht mehr in Sachen Mauer bauen. Natürlich dann für die ganzen Häuser, die ich noch errichten wollte. Ich wollte ja auch vielleicht noch die Häuser der Dorfbewohner umändern. Denn ich finde, dieses Fichtenholz, dieses Dunkle, sieht einfach besser aus als das Eichenholz. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken. Und wir werden uns jetzt einfach mal zurück nach Hause begeben. Hier sind noch ein paar Kürbisse. Aber die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, kommt mit, Kompanie. Oh, hier haben wir noch einen vergessen. Dann geht es jetzt wieder schön nach Hause. In Sicherheit. Und dann zeige ich euch mal euer neues Zuhause. Könnte auch... Stimmt, man könnte auch so eine kleine Hundehütte, so. Bauen. Das wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. So, warte mal, wie komme ich denn jetzt hier rüber? Hallo, Mr. Schwein.
Wie geht's? Gut. Ist ein bisschen dunkel hier draußen, ne? Vielleicht, wenn ich denen auch einen Knochen gebe, dann folgt der mir auch. Oh, ein Creeper. Eins und zwei. Oh, nee, der bräuchte nicht mal Schlag Nummer zwei. Der allerdings schon. Ach, jetzt räumen wir hier einfach mal eine Runde auf. So. Blöder Bogenschütze hier. So, dann werden wir uns jetzt mal ein wenig beeilen. Ich jump mal wieder eine Runde. Stimmt, Bunny Jumping hat man das früher mal genannt. Stimmt. Das waren noch die guten alten Zeiten. Damals war Counter-Strike das Nonplusultra. Hat ja irgendwie so ein bisschen, also die meisten Leute spielen jetzt ja mittlerweile Call of Duty. Was ich würde mal gerne ein paar Leute von euch fragen. Also viele spielen das ja auch auf der Konsole. Oder ich muss sagen, ich könnte das niemals auf der Konsole spielen, weil mich die Steuerung einfach so... Na, ist natürlich wieder alles Gewöhnungssache, aber so ein Ego-Shooter, der gehört doch einfach in Maus und Tastatur. Da ist man doch einfach wesentlich präziser und... Ich weiß es nicht. Ist ja okay, bei Call of Duty ist das ja sowieso nicht ganz so wichtig, das Aiming, wie bei Counter-Strike zum Beispiel. Sage ich jetzt einfach mal. Zumindest sind das so meine Erfahrungswerte natürlich im super tollen Bereich. Ist es natürlich wieder was anderes, aber ich persönlich... Nein, ihr blöden Hundis, ihr sollt auch nicht zu nah an die Spinne ran. So, und da hinten sehen wir noch unseren Turm. Das war auf jeden Fall eine gute Idee, den so hoch zu bauen. Dann haben wir immer einen schönen Anhaltspunkt, wo wir dann letztlich längs müssen. So, und ich wollte auch gleich nochmal eine Truhe bauen. Muss aber ganz ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht mehr. Baut man die nur aus Holz? Das gibt's doch nicht, wieso fällt mir das nicht mehr ein? Nun gut, eine Truhe benötigen wir momentan sowieso nicht. Ah doch, eigentlich brauchen wir eine. Denn die anderen sind irgendwie so ein bisschen chaotisch und dann würde ich gerne für diese ganzen Blöcke eine Holz-Only-Truhe bauen. So, ich hoffe mal, die Hunde sind immer noch bei mir in der Nähe. Zumindest habe ich gerade so ein Bellen gehört. Jawohl, die chillen da einfach. Wie seid ihr denn da hingekommen? So, und es wird auch, glaube ich, schon wieder Tag. Da haben wir die Nacht toll rumgekriegt. So, rein hier und ab nach unten. Dann schauen wir doch mal, ob wir hier noch irgendwo, ja, die Erdetruhe. Ja, die ist doch relativ leer. Die können wir mal gut benutzen. Warte mal, dann machen wir aus denen. So, zack. Das geht ja wunderbar schnell. Gut, dann hauen wir die ganzen fertigen Stacks hier mal rein. Und dann bin ich gleich mal gespannt, wie viele wir denn letztlich hier herausbekommen. Oh, da war auch noch einer. So, das hauen wir nochmal raus. 1, 2, 3, 4. Stimmt, das muss man einfach nur multiplizieren. Und dann haben, ey, dann, die müssen erstmal reichen. Also das wäre lachhaft, wenn wir die noch komplett für unsere Mauer opfern müssten. Denn wir sind das letzte Mal ja auch, wir hatten längst nicht so viele Stacks. So, und das war's jetzt allerdings auch, die 17 Stück hier noch. Zack. Nee, Moment, was war das denn? So, dann können wir nochmal in die anderen reingucken, was wir da noch so an Fichtenholz haben. Hier drin ist kein Fichtenholz. Hier komischerweise auch nicht. Und hier noch 18 Stück. So, dann schmeißen wir das mal auch hier rein. Und dann würde ich sagen, war das doch... Hundis? Oh! Ihr könnt... Wo ist Nummer 2? Wo hast du Nummer 2 gelassen? Guck mich nicht so... Du siehst aus... So von vorne ein bisschen aus wie eine Kuh. Oder? Abgesehen von deinem Halsband. Oder deinem... Ich wollte gerade sagen Taschentuch um den Hals. Nee, Halstuch ist es ja. So, wo ist denn, wo ist der andere Hund? Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Warte mal, wenn ich hier weiter weggehe, kommt ihr mir hinterher? Oh, da sind sie wieder alle beide. Und das ist doch ein schönes Ende. Und ich würde spontan sagen, das war eine sehr erfolgreiche Folge. Wir haben ordentlich Holz gesammelt, haben zwei Hunde gefunden, beziehungsweise Wölfe, und haben sie dann eben konvertiert. Und ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.